Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja, im Hintergrund läuft wieder die Geschirrspüler. Yes. Ja, ich war bei DM. Es gibt einige neue coole Dinge. Bevor ich anfange, möchte ich noch eine Sache erwähnen. Und zwar, für alle, die aus Kiel kommen, Kinder, im DM ist Ausverkauf von Gottobi. 50%, das lohnt sich. Habe ich natürlich auch zugeschlagen, ne? Ja, nur so viel dazu. Apropos Geschirrspüle, ich fange mal mit den langweiligen Dingen an, so für den Haushalt. Hier gibt es Finish Geschirrspülsalz. Ja, Spezialsalz. Ich habe einfach mal das hier gekauft, keine Ahnung. Wir wollen ja, dass es meiner Geschirrspüle weiterhin gut geht. Ne? Nur das Beste für die Alte. Dann gab es wieder, oh Gott, wundervolle Deko. Und ich habe hier nämlich, ich bin jetzt im Kinderzimmer, ich dachte, das ist ein bisschen heller hier von der Belichtung, für die Kleine was mitgenommen. Also ich muss sagen, DM Deko, das ist wirklich eine absolut heiße Empfehlung, ist immer günstig und immer im Trend und immer süß. Und wir haben so ein ganz leeres Kinderzimmer und ich wollte schon immer mal so einen Regenbogen haben. Ihre Freundin hat das schon in teuer ganz lange und ich finde den aber wundervoll schön. Deswegen habe ich ihn gekauft, ne? Gut. Den werden wir gleich aufbauen. Dann ein Haushaltsprodukt und zwar ein Highlight meines Einkaufs. Denn ich fange erstmal mit diesem an, aber es ist auch ein Highlight. Und zwar brauchte ich neue Seife fürs Bad. Die hat mich farblich angesprochen, nicht nur farblich. Das ist so eine umweltfreundliche Seife mit Nachfüllpack von Blaue Helden. Erstmal Farbe top. Und hier hinter, das musste ich erstmal verstehen, das Prinzip. Ne? Ist biologisch abbaubar. pH-neutral, frei von Mikroplastik, vegan, dermatologisch getestet, lalala. Hier hinten ist dann die Seife drin, die da oben reinkommt. Und das ist auf jeden Fall eine Verpackung, die könnte richtig gut in mein Bad passen. Demnach habe ich sie gekauft und ich tue noch was für die Umwelt. Da wollten wir mal nicht so geierig sein. War tatsächlich auch gar nicht mal viel teurer als andere Seifen, deswegen ist das für mich wieder ein sinnvolles, lohnenswertes Produkt, wenn das alles stimmt, was draufsteht, ne? Das zweite Haushaltshighlight ist dieses hier. Also okay, ich muss sagen, erst hat mich das angesprochen. Die haben ganz schöne Verpackungen. Ich brauchte nämlich auch Spüli. Und Denk mit hat wundervolle Verpackung zum Nachfüllen für Spüli. Löst zuverlässig Fett und Schmutz mit zartem Duft nach Koriander und grünem Tee. Was es gekostet hat, kann ich euch nicht sagen, aber irgendwo werde ich noch einen Kasten haben. Gibt es in ganz vielen Farben, aber was mich richtig gefuchst hat, ist diese wundervolle Spüli-Verpackung. Ich reg mich immer so auf, dieses Spüli sticht aus meiner grauen Küche immer so raus. Es sieht einfach so unfassbar hässlich aus, dass ich damit, glaube ich, ziemlich gut fahre. Am besten kauft man sich dann durchsichtiges. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt durchsichtig ist. Könnte ich ja mal nachschauen. Oder ob da gleich was Grünes. Na, okay, das sieht schon sehr greeny aus. Aber gut. Trotzdem finde ich die Verpackung unfassbar schick und edel. Da hat DM sich was Nices einfallen lassen. Damit bin ich richtig happy. So, dann nochmal zwei langweilige Foodie-Sachen. Ich habe mal wieder die letzten Maiswaffeln abgegriffen. Ich weiß auch nicht, die sind momentan Mangelware. Und wo wir schon bei Food sind, ich habe mir mal was hier gegönnt. Ne? Laugenstangen. Das war bald wieder Flohmarkt. Ne? Da muss man sich auch mal was zur Feier des Tages gönnen. So, und dann, weil ich ja schon Spüli gekauft habe, bin ich ein Fuchs, ne? Ich habe das noch nie gemacht, aber ich will es jetzt mal machen. Und zwar habe ich hier von Fairy das gekauft, aber auch nur, weil es zum Testen ist. Da steht, Gott sei Dank, habe ich mir das abfotografiert und wahrscheinlich gelöscht, mein Screenshot, so schlau wie ich bin. Naja, ich habe es auf jeden Fall gekauft. Und dann muss man einfach nur den Kassenbeleg hochladen, weil ich nicht weiß, wo er ist. Werde ich das bestimmt gleich machen. Und dann kriegt man das Geld direkt zurück. Fand ich ganz cool. Deswegen wollte ich das mal ausprobieren, ob das überhaupt geht mit diesem ganzen Rückgabespaß. So. Ja, dann noch was Foodiges. Nein, ich bin nicht schwanger. Ich habe kein neues Baby, aber ich habe Babybrei gekauft. Und zwar ist es hier so ein Probierset von Freche Freunde. Und zwar ist das Gemüse zweierlei.
drei verschiedene Sorten: Süßkartoffel, Paprika, Karotte, Fenchel und Maiskartoffel. Warum ich das gekauft habe, ihr könnt mich für dämlich halten. Also ich habe es eigentlich gekauft, weil da Fenchel drin ist. Ich hätte auch einfach so ein Fenchel kaufen können, aber nein. Nee, Spaß. Ich wollte mal gucken, ob man damit gute Soßen machen kann. Weil irgendwie so die passierten Tomaten, wir vertragen diese Masse an passierten Tomaten. Ich frage mich nicht. Das haben auch schon sämtliche Ärzte mit mir durchgeforstet, warum ich Tomaten essen kann, aber nicht die passierten oder sobald es eine Soße ist. Und die Kleine hat schon manchmal Bock auf Soße. Und mir wurde damals gesagt, umso dicker die Konsistenz, und die ist ein bisschen dicker, umso besser. Ja, und das probieren wir jetzt einfach. Ein paar Gewürze rein, dann wird das schon schmecken, der Spaß, ne? Wie gut mein Kind das findet. Und mein Freund, das werden wir noch sehen. Die wissen noch nichts von ihrem Glück, aber die werden es gar nicht sehen. Ich koche einfach heimlich, ne? Gut. Dann, ach ja, ich war bei Got to Be natürlich. Und zwar habe ich natürlich den Sale, konnte ich mir nicht entgehen lassen. Beauty and the Brow habe ich mir von Got to Be mitgenommen. Ist hier so ein Augenbrauenzeug. Gott. Dass meine Farbe ist. Ja gut, ich habe jetzt natürlich schon was drin. Es wird jetzt natürlich dunkler. Unabhängig davon müsste ich die guten mal zupfen. Aber das fand ich ganz gut. Also 50%, Leute, können ja nichts sagen, ne? Für so einen Stift. Ja, falls das mit der Handseife nicht klappt, habe ich auch noch meine andere Handseife mitgenommen von Balea Natural Beauty. Es muss ja einfach immer grün sein bei mir, damit es ins Bad passt. Also sofern die Seife grün ist, wird es gut. Wobei mir das andere Türkis besser gefällt als dieses hier. Ich hatte noch irgendwas bei Got to Be gekauft hier unten. Ja, Wimperntuschen gehen ja bekanntlich immer. Ich liebe ja die Bürsten. Ich weiß, sie sind überhaupt nicht mehr modern oder überhaupt nicht mehr in, aber frag mich nicht, ich stehe da drauf. Diese Gummidinger, also weiß ich nicht, das ist nicht meine Welt. Ich bin happy damit, deswegen war ich ganz froh, nachdem ich sie nach einem halben Jahr ungefähr gefunden habe, endlich nach meiner Suche da. Ja, und übrigens, der Stand war noch nicht so ausgegriffen, ne? Es gibt übrigens aktuell in der Beauty-Abteilung generell viele Angebote bei DM. Ich glaube, es fliegt vieles aus dem Sortiment. Das war aber alles schon gut vergriffen, außer bei Got to Be. Also, genau. Hinder lohnt sich. So, dann. Das ist übrigens keine Kooperation, ne? Sollte ich dem Kerl hier so ein Duschgel mitbringen, habe ich einfach mal das genommen. Sah farblich ganz gut aus und riecht, finde ich, auch ganz gut. Das riecht so ein bisschen sanft. Ja, muss er mit leben, ne? Dann habe ich auch von Don to Dent mal wieder eine Mundspülung, irgendwie habe ich sie vermisst, mitgenommen. Also eigentlich brauche ich das gar nicht, aber ich war einfach so, ich weiß auch nicht, ich gehe so oft auf Klo, ich muss immer dauernd auf die Toilette. Und irgendwann habe ich mir angewöhnt, jedes Mal meine Zähne damit sauber zu machen und irgendwie war es jetzt nicht mehr da und ich habe es vermisst und ja, so war es, ne? Ja, dann habe ich mir noch einen Duft von Glade gegönnt. Einfach nur aufgrund dessen, ich einen Rabattcode hatte und die Düfte ja so teuer geworden sind. Der riecht nach Sensual Sandalwood, Sandholz und Jasmin. Ja, riecht nach Sandholz, ne? Ja, ich weiß nicht, es riecht einfach ein bisschen blumig, ne? Wenn man das mal ganz genau nimmt, dann sieht es aus wie die weiße Blume. Keine Ahnung, wie Sandholz riecht. Ich weiß auch nicht, was Sandholz sein soll, aber ist okay. So, dann brauchte das Kind noch Duschgel. Da gab es von Nivea auch einen Coupon. Das hat mich irgendwie angesprochen. Shampoo und Spülung. Sag mal, was ist mit meiner Stimme los? Hör mal. Ja, kein Ziepen, keine Tränen, das sagen sie ja alle aus der Kinderabteilung immer. Bezaubernder Bärenduft. Shampoo und Spülung, dazu muss ich was sagen. Also meine Kleine hat ungefähr so lange Haare wie ich. Ich nehme mittlerweile meine Haarkur zusätzlich. Dann fühlen sich die Haare auch mal gut an und dann kann sie das Ding auch mal durchkämmen. Weil alles andere, sage ich, wie es ist, das bringt nichts. Also wenn du vielleicht drei Fitzel auf dem Kopf hast, ist ganz okay. Aber ja, es riecht auf jeden Fall gut und blumig. Also für Kinder gut, ist sehr, sehr süß, ne? Aber ich finde es jetzt auch nicht so übertrieben, es ist schon stark, aber für Kinder natürlich toll. Aber ich muss halt ehrlich sagen, also ohne Spülung bei den langen Haaren, bin ich ganz ehrlich, da wird das nichts. Ich habe auch eine Spülung tatsächlich mal extra gekauft, das ist schon mal besser.
Aber diese 3-in-1 Produkte, ja, das kannst du für Jungs vielleicht machen oder für Mädchen mit kurzen Haaren, aber auch die wollen gekämmt werden. Ich weiß nicht. Also bei der Kleinen gehen die Haare bis zum Po, da muss schon irgendwie Pflege her, auch wenn sie klein ist. Ja, und dann habe ich noch Schauma für Kids. Ich habe selber letztens mal wieder meinen Schauma-Shampoo aus dem Schrank geholt und war gar nicht mal so unbegeistert. Ja, speziell für Kinder, Haar und Haut, kein Ziehen, keine Tränen, Shampoo und Balsam, also Shampoo und Duschgel. Die Kombi kann ich noch vertreten. Ja, wie gesagt, Spülung dann extra, ne? Weil da können wir auch mal dran schnuppern. Das riecht... Oh, ich glaube, das hatte ich schon als Kind, diesen super krassen Himbeergeruch. Aber es ist, ja, es ist mega. Ich war übrigens völlig überfordert in der Kinderabteilung. Die haben so krass nachgelegt mit Kinderpflegeprodukten. Du weißt gar nicht mehr, was du kaufen sollst. Da hatte ich einen Gutschein. Da stehe ich ein halbes Jahr vor dem Regal, bis ich da irgendwie was gefunden habe. Also Wahnsinn, 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 Wahnsinn. An Kindern wollen sie alle Geld verdienen, ne? So, und zu guter Letzt habe ich auch für das Kind noch Quetschis mitgenommen. Kirschbanane, heißer Renner hier. Und Heidelbeer-Banane-Reis, das ist nicht mehr so der ganze Wahnsinn, aber das macht immer ein bisschen mehr satt. Als Snack für den Flohmarkt, ne? Habe ich schon mal vorgesorgt. Ja, das war es tatsächlich von mir. Ansonsten, ich muss sagen, es gibt gar nicht mehr so viele... Also ich weiß nicht, dieser Laden, wo ich war... Der war ordentlich leer geräumt. Ich weiß nicht, ob es bei DM bald richtig krass viele Neuheiten gibt oder ob es einfach Lieferschwierigkeiten sind. Ich hoffe auf die krassen Neuheiten. Deswegen muss ich da bald nochmal hin, ne? Ich sage in diesem Sinne auf jeden Fall schon mal vielen Dank fürs Zusehen. Ihr könnt ja mal sagen, wie ist es in eurem DM? Ist es auch so abgegrast alles oder ist das alles noch voll? Das würde mich mal mega interessieren, weil ich würde mich ja freuen, wenn es ganz viel neues Zeug gibt. Aber ich denke, zur Weihnachtszeit kommt bestimmt was Cooles. Und in diesem Sinne, ich verlinke euch hier meine letzten Videos und könnt ihr mich gerne abonnieren. Sagt tschüss, bis zum nächsten Mal.